Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Wir sprechen immer noch über Kondensatoren. Ja? Wir haben gesprochen über Kondensatorschaltungen, haben da gesagt, okay, die laden sich um, wenn sich da was verändert. Nach einer gewissen Zeit sind die Umladevorgänge abgeschlossen und der Kondensator verhält sich praktisch wie eine Unterbrechung, hat sich einfach eine gewisse Spannung aufgeladen, so wie es halt in der Situation gerade notwendig ist. Wenn sich wieder irgendwas ändert im Netzwerk, wenn irgendein Schalter umgelegt wird oder sich eine Spannung sprunghaft ändert, na, dann wird sich der Kondensator auf eine andere Spannung umladen. Also entweder entladen oder aufladen, je nachdem, mit einer gewissen Zeitkonstante, aber immer mit dieser typischen Ladekurve vom Kondensator. Die Zeitkonstante, haben wir gesagt, ist abhängig von der Kapazität des Kondensators und von den Widerständen, die da irgendwie beteiligt sind an der Umladung. Jetzt wollen wir den Kondensator als Filter verwenden. Ja? Was ist jetzt wieder ein Filter? Schauen wir uns das da mal an. Hier haben wir eine typische Filterschaltung. Ja? Also das ist eine typische Filterschaltung. Das ist eine RC-Kombination, also eine Widerstands-Kapazitäts-Kondensator-Kombination. Eigentlich ist es ein Spannungsteiler. Ja, weil das, was jetzt folgt, gilt nämlich nur, wenn da der Ausgangsstrom IA gleich 0 Ampere ist. Okay? Da gibt es keinen Ausgangsstrom. Genauso wie wir es beim Spannungsteiler gehabt haben. Es ist eigentlich nichts anderes wie ein Spannungsteiler zwischen einem R und einem C. Okay? Und warum ist das jetzt ein Filter? Na, wenn wir sehen, hier haben wir eine Eingangsspannung am Eingang, sogenannten Eingang des Filters, und am Ausgang haben wir eine Ausgangsspannung. Deswegen habe ich die UE und UA bezeichnet. Passt, ja. Jetzt nehmen wir einfach mal an, UA hat diese Form. Ja, so eine Rechteckschwingung da, das wird dauernd eingeschaltet, ausgeschaltet. So wie wenn da vorne wie eine Spannungsquelle immer einschaltet und nachher wieder kurzschließt und einschaltet und wieder auf Minus schaltet. Back, 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 hin und her schaltet es. Ja? Also das sind praktisch der Kondensator, das haben wir genauso gehabt, da haben wir RC, ja, und der Kondensator sich auf und das UA ist ja nichts anderes wie die Kondensatorspannung. Ja? Das heißt im Prinzip, wenn wir eine gewisse Zeitkonstante Tau 1 haben, ja, dann werden wir hier, wenn die Eingangsspannung draufgeschalten wird, werden wir diese typische Ladekurve von einem Kondensator sehen, die hat dann irgendwie abflacht. Ja? Dann ist er aufgeladen. Und da hier sehen wir hier Tangente, haben wir gesagt, und da ist halt irgendwo dieses Tau 1, diese Zeitkonstante, und die ist halt im Vergleich zur Schwingung, in dem Fall ist die relativ klein. Ja? Und deswegen sehen wir hier voll ausgeprägte so Ladekurven von den Kondensatoren, die das irgendwie so immer so ein bisschen abraspeln oder flach machen oder eben filtern. Ja, die steilen Flanken werden da weggefiltert. Nach oben und nach unten, das wird so ein bisschen verschliffen. Das ist so ein bisschen ein Weichzeichner. Ja, Instafilter. Wenn man die Falten nicht sieht. Ja, und da drüben, das habe ich deswegen hier so unterbrochen, weil wir werden sehen, es gibt nachher auch einen eingeschwungenen Zustand. Und den Unterschied werde ich auch erklären. Aber da schaut das natürlich gleich aus. Das schaut immer gleich aus, egal. Soll nur zeigen, egal wie lange es dauert. Ja, das schaut halt immer gleich aus da. Das wird halt da immer so ein bisschen weggenommen. Und man sieht diese Ladekurven des Kondensators auf der Ausgangsspannung, weil die Ausgangsspannung, wie gesagt, eben die Spannung des Kondensators ist. Okay? Also so schaut das aus. Können wir sich vorstellen, hoffentlich. Ja? Immer wieder aufladen. Entladen, aufladen, entladen und so weiter. Das dauert bis in alle Ewigkeit, solange halt dieses UE so ausschaut. Haben wir dann eine größere Zeitkonstante, naja, dann kann es halt so ausschauen, dass sich das halt langsam auflädt und dann bis der Aufer, gerade noch bis der Aufer kommt, sagen wir. Und dann wieder entlädt und gerade noch bis oben kommt. Dann haben wir ebenfalls so eine stabile Schwingung. Nur ist halt ist das noch mehr weggefiltert. Ja, haben wir den Filter schon ziemlich brutal eingestellt. Ja, das geht halt einfach langsam. Und im eingeschwungenen Zustand, der sich nicht unterscheidet vom Beginn, ja, in diesem Fall, dann schaut es halt auch so aus.
Ja, das ist dann nachher das Hell, die hellgrüne. Verlauf. Ja. Also die Schwingung, so das ist gleich. Und die Zeitkonstante, ich habe halt R oder C geändert, je nachdem, dass die Zeitkonstante einfach größer geworden ist. Ja. Entweder größer ist R eine oder größer ist C eine, passt. Ja. Natürlich könnte ich mir alternativ auch vorstellen, die Schwingung wird schneller. Das R und C, weil es ist ja nur relativ. Es ist, das, die Zeitkonstante ist ja entweder relativ klein oder relativ groß. Ich erkläre es jetzt so, wie wenn die Zeitkonstante sich ändern würde. Gut, was haben wir noch? Was bedeutet das, wenn ich jetzt nur eine dritte Zeitkonstante habe, also wieder das C größer mache und das R größer mache? Ja, dann komme ich ja da, dann lade, beginne ich auch hier unten und dann lade ich ja nicht mehr vollkommen auf. Ja? Dann beginnt, dann ende ich hier schon irgendwo. Okay? Und dann entlade ich von hier wieder und komme aber nicht mehr bis ganz oben. Und weil bei diesem Punkt jetzt nicht mehr von ganz unten starten, sondern weiter oben, ja, dann komme ich hier eben wieder ein Stückchen weiter rauf mit meiner Ladekurve. Also das ist da jetzt ein bisschen weiter oben. Ja. Und dann dauert es halt eine Zeit lang und dann habe ich aber trotzdem praktisch, da beim Einschalten geht es halt ein bisschen nach oben und dann habe ich irgendwann einen eingeschwungenen Zustand erreicht, wo wir, und das ist jetzt da der Mittelwert der Ladung praktisch, also der Schwingung, ja, Mittelwert der Schwingung, wo wir rund um diesen Mittelwert symmetrisch entladen, aufladen. Okay, entladen, aufladen. Symmetrisch schwingt es da. Ja, also da ist eigentlich praktisch gar nichts mehr über von dem Rechteck. Das sehen wir gar nicht mehr, dass das überhaupt ein Rechteck war, sondern es sind so nur mehr Ausschnitte dieser Ladekurve. Wir fangen halt irgendwo an zum Laden und wir hören wieder irgendwo auf. Okay? Was passiert, wenn ich das noch ärger mache? Also ein Tau 4 einführe. Ja? Ja, dann sind wir da noch langsamer. Dann geht es hier nach oben. Ja? Und dann sind wir da unten irgendwo. Und dann entladen wir hier wieder, natürlich auch langsamer, und fangen hier weiter oben an. Ja? Und dann gehen wir da halt weiter rauf, sind wir da ein Stück weiter oben, entladen, sind hier noch ein Stückchen weiter oben. Und irgendwann haben wir auch hier praktisch einen stabilen Zustand erreicht, wo wir wieder symmetrisch rund um den Mittelwert aufladen und entladen. Okay? Ist irgendwann so, schaut irgendwann halt so aus. Ja? Und wenn ich dann noch einmal, und das ist jetzt das letzte, was ich einzeichne, das zeichne ich jetzt in Grau ein, das ist ja auch weiterhin, Tau 5, ja? Wenn ich das nur langsamer mache, ja, dann lädt sich das ja ganz langsam auf, da ganz gemütlich, und dann fallen wir da ganz gemütlich wieder runter. Ja, und dann lässt es ja ein bisschen weiter auf wie vorher und dann fahren wir da wieder gemütlich runter, aber halt nicht so weit und dann laden wir wieder ab. Und das dauert halt dann ewig, bis es sich eingeschliffen hat. Und dann, wenn wir sie aber eingeschliffen haben, ja, dann ist es da, dann ist das fast gar nichts mehr. Ja? Da sehen wir fast nichts mehr. Und wenn wir das nur ärger machen, dann bleibt irgendwann eigentlich nur mehr da, wupp, gar nichts mehr übergescheit. Ja? Wird flach. Ja? Wenn das, es geht nur mehr ganz leicht nach oben und nach unten, das merke ich gar nicht mehr. Ja? Dann, jetzt ist der Begriff Filter klar. Dann habe ich nämlich dieses Ripple da weggefiltert und das, was aus dem Filter rauskommt, ist so der Mittelwert. Okay? So würde das funktionieren praktisch. Ja? Und welche Frequenzen passen jetzt durch? Ja? Wenn wir das anschauen, ja? Passen eher hohe Frequenzen durch oder eher niedrige Frequenzen? Es passen eher niedrige Frequenzen durch. Ja? Deswegen heißt das Ganze Tiefpass. Okay? Tiefpass. Passiver Tiefpass ist es.
Ja? Hohe Frequenzen werden dadurch durch die Kapazität weggebügelt praktisch. Okay? Und niedrige Frequenzen, je niedriger die Frequenz ist, desto eher lässt sie es durch. Ja? Wenn es eine ganz eine kleine Frequenz ist, dann schaut das fast genauso aus, ja? Weil dann merkt man das gar nicht mehr, dass das da abgeschliffen ist. Aber machen wir einen Vorschlag, schauen wir sich das am Computer an, ja? Weil da brauche ich das jetzt nicht. Hier ist das eine qualitative Skizze am Computer, haben wir Excel-Tabelle geschrieben und da sehen wir das, wie das wirklich ausschaut. Okay? Also schauen wir rüber, Computer. Also hier im Computer habe ich das jetzt entsprechend in Formeln gegossen, in einer Tabelle gegossen und haben wir da mit so einer Tabellenkalkulation habe ich da meine Dings gemacht. Was sehen wir hier? Wir sehen hier ein Diagramm auf der rechten Seite mit den Ein- und Ausgängen. Also die strichlierte Linie ist praktisch der Eingang. Das springt ja bei mir auf 1. Ich habe einfach 1 genommen. 1 Volt. Ja, es soll auf 1 Volt hinausspringen und dann wieder auf 0 Volt herunter. Und zwar mit einer Periodendauer von 2 Sekunden. Ja, also alle zwei, immer eine Sekunde ist 1 Volt und dann ist eine Sekunde 0 Volt. Und jetzt im Moment sehen wir, die Ausgangsspannung ist praktisch deckungsgleich. Ja, das ist, weil wir haben eine, also wir haben 2 Sekunden Periodendauer und wir haben eine Zeitkonstante von 0,01 Sekunden, eine Millisekunde. Das merkt man nicht. Ja. Wenn ich jetzt da ein größeres R verwende, aha, das haben wir jetzt haben wir schon 0,1 Sekunden Zeitkonstante und da sehen wir, okay, es schaut eh so aus, wie ich es gezeichnet habe. Man sieht halt immer diese Ladekurven des Kondensators. Ja. Schauen wir uns das vielleicht nur ja gar. Ja. Okay, da sehen wir, hier starten wir bei 0, ja, gehen hier nach oben. Das ist praktisch der Beginn, wo das eingeschaltet wird, diese Schwingung. Gehen hier nach oben und nach unten, nach oben, nach unten. Und da sehen wir, dieses Spitzel da, das wird immer ein bisschen größer, ja. Aber irgendwann ist soweit, dass das praktisch ein eingeschwungenen Zustand ist. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf minus 2 Sekunden hinschaue, dann sehen wir nur mehr den eingeschwungenen Zustand. Okay? Da ändert sich nichts mehr. Wo war er? Minus 0,5? Genau. Also da starten wir hier praktisch bei 0. Machen wir es nur ein bisschen größer. 1000. Doppelte. Aha, da sehen wir den Einschwingvorgang schon ganz gut. Hier, wir sehen, wir beginnen bei 0, laden ein Stückchen auf, entladen, gehen aber nicht mehr bis auf 0 zurück, laden noch weiter auf und dann sind wir da ziemlich eingeschwungen. Ja, es dauert halt ein paar Schwingungen und dann sind wir stabil. Schauen wir uns das wieder an. Bei minus 2 heißt minus 2. Ja. Ah, das ist noch nicht ganz der eingeschwungene Zustand, startet bei minus 3. So schaut halt das im eingeschwungenen Zustand aus. Was ist, wenn wir nur größer werden? 5000. Ja. Da sind wir noch gar nicht abgeschlossen mit unserem Einschwingvorgang. Okay. Schauen wir uns das an, wie das am Anfang ausschaut. Aufladen, entladen und das geht halt langsam und gemütlich nach oben, das ist das Einschwingen. Und dann, ich hoffe, das kann ich überhaupt so weit nach hinten sogar. Ja, minus 10 Sekunden. Sehen wir, bei 10 Sekunden sind wir schon ziemlich eingeschwungen. Minus 20, geht sich das auch noch aus? Ah, fast. Ja. Starten wir, das ist praktisch der Zeitpunkt, wo ich starte mit meiner Schwingung. Starten wir bei minus 15, dann müsste sich das ausgehen. Ja, da sehen wir, das ist schon ziemlich eingeschwungen. Vielleicht steigt es noch ein bisschen und es schwingt rund um 0,5, also genau um die Mitte. Ja. So sieht das aus. Ja. Und wie gesagt, wenn ich das noch einmal auf die Spitze treibe, dann wird das nach einem Einschwingvorgang sich praktisch gar nicht mehr bewegen. Ja. Tiefpassfilter. Nur relativ zur Zeitkonstante tiefe Frequenzen können passieren. Ja? Es gibt eine sogenannte Grenzfrequenz, dort wo die Periodendauer, die Schwingungsperiode auf 0,7
in etwa abgeschwächt wird. Ja, ich zeige mal her, was das ist. Schauen wir zurück zum Zettel. Ja, also Grenzfrequenz. Was ist das? Ja, die Grenzfrequenz ist definiert bei 1 durch die Zeitkonstante. Okay? Also wir haben ein Omega G, das ist die Grenzfrequenz. Ja. Also das hier ist die Zeitkonstante, haben wir gesagt. Und aus dieser Zeitkonstante leitet sich die Grenzfrequenz Omega G ist gleich 1 durch Tau, ist gleich 1 durch RC ab. Ja. Das ist die sogenannte Grenzfrequenz. Was passiert bei der Grenzfrequenz? Bei der Grenzfrequenz ist diese Schwingungsamplitude auf einen gewissen Wert abgesunken. Okay? Also ungefähr auf 1 durch Wurzel 2 von 0,707 sowas. Ja? Also Achtung, Grenzfrequenz, das ist in Sekunden hoch minus 1, ja? Also in Rad pro Sekunde. Wollen wir das in Hertz haben, in Winkelradianten, ja? Wollen wir das in Hertz haben, müssen wir das Omega G gleich 2 Pi Fg, ja? Das heißt, unsere Fg in Hertz sind Omega G durch 2 Pi in Sekunden hoch minus 1, ja? Oder in Rad pro Sekunde. Das 2 Pi darf man nicht vergessen. Ja. Wir haben ja hier auf dem Computer gesehen, okay, wir hatten eine Periode von 2, das heißt, unser F ist gleich 2 Hertz, also ein Omega braucht man von 2 Pf, ja, also 4 Pi, Sekunden hoch minus 1, 2 mal Pi mal F, 2 mal 2, Blödsinn, ja. Nicht 2 Hertz. Ja. Wir haben eine Periodendauer von 2 Sekunden. F ist gleich 1 durch T, ist gleich 1 durch 2 Sekunden, ist gleich 0,5 Hertz. So. Haha. Ja. Das heißt, mein Omega ist gleich 2 mal Pi mal F, ja, ist gleich 2 mal Pi mal 1,5, ja, ist gleich Pi Sekunden hoch minus 1. Ja. Pi Sekunden hoch minus 1 ist mein Omega. Ja? Das heißt, das sind 3,14592 ja, Sekunden hoch minus 1. Und wenn das 1 durch Tau ist, ja, dass das die Grenzfrequenz ist, folgt Tau ist gleich 1 durch Pi. Ja? Und das sind also, Sekunden also, und das sind, wenn man sich das ausrechnet, on 1 dividiert durch Pi sind 0,3183 Sekunden. Ja? Also wenn ich jetzt praktisch durch meine R- und C-Kombination ein Tau von 0,3183 Sekunden in etwa hinbringe, dann sollten wir sehen, wie der eingeschwungene Zustand bei Grenzfrequenz aussieht. Und das schauen wir uns jetzt nochmal im Computer an. Ja? So, also was haben wir gesagt? 0,3183 Sekunden, dann ich passe einfach mein R an, das ist am einfachsten, 3183, 0, so sieht das aus. So sieht eine Schwingung mit Grenzfrequenz aus. Schaut ein bisschen komisch aus, gell? Wenn wir Sinusschwingungen hätten, wäre die Amplitude jetzt auf das Faktor 1 durch Wurzel 2 abgesunken. Ja? Wir haben eine Rechtaugsschwingung, schaut es halt so aus. Ja? Sinusschwingung, Amplitude wird abgeschwächt. Das sehen wir aber in einem späteren Video in Automatisierungstechnik, nämlich wenn man über Regelungstechnik sprechen. Gibt es eine Serie von Videos, die ist in Englisch, ja, Regelungstechnik kann man sich anschauen,
Was wir hier vor uns haben, ist ein sogenanntes PT1-System, ein System mit einer Zeitkonstanten, nämlich das Tau da. Das ist jetzt also der Tiefpass. Es gibt noch eine weitere Schaltungsart, wie wir R und C zusammenhängen können. Und dann kommt es zu einem Hochpass. Wie das aussieht und wie der funktioniert, wollen wir uns im nächsten Video ansehen. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.